stopped. Alec, what is the problem? Right now. Das ist ganz klar ein Beispiel, wo ich etwas falsch gemacht habe. Keine einfache Aufgabe für den Kaleo Labelle. Er ist nicht nur Regisseur von einem brisanten Dokumentarfilm, sondern gleichzeitig auch selber der Protagonist. Zusammen mit seiner Ex-Frau, den drei Kindern und seiner neuen Freundin zieht er auf Amerika in einen gemeinsamen Haushalt. Geldprobleme und Spannungen der Familie machen das Zusammenleben fast unmöglich. Ich wollte von ihm wissen, wie das für ihn war, die intimsten Momente von seinem Leben mit der Kamera festzuhalten. Hast du deiner Familie jeweils in die Augen geschaut während dem Filmen oder auf den Bildschirm? Weil ich merke, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen überfordert. In diesem Jahr hat es sehr viele Aufnahmen gegeben und immer wieder Situationen gegeben, wo tatsächlich ich musste filmen und auch gleichzeitig ein Gesprächspartner sein, aber auch emotional involviert sein. Das war zum Teil recht anspruchsvoll. I'm suffering and I want to change the situation. And it's about the adults and it's not about the kids. Ich wusste, ich wollte mich nicht schützen. Das war mir wichtig. Sehr nah an der Wahrheit sozusagen, zu bleiben. Und die Wahrheit ist nicht immer schön. For the moment, I only see red. Missing funds is poison for utopian ideas. Gibt es Momente, wo du im Nachhinein bereut hast, dass die Kamera dabei hast und gefilmt hast? Also du redest vielleicht von der Szene mit meinem Sohn. Und das ist ein ganz klares Beispiel, wo ich etwas falsch gemacht habe. So etwas für mich hat im Film gehört. Auch wenn ich weiss, dass ich nicht von dem gut wegkomme. Don't film! What are you? What's the matter? What's the problem? Just don't film! Die Szene ist, haben wir bewusst entschieden, drin zu lassen. Aber für mich war ganz klar, dass der Regisseur zu weit gegangen ist in die Szene. Und gleichzeitig als Vater seinen Sohn nicht geschützt hat. Der Dokumentarfilm über das Zusammenheben von seiner Familie ist erstaunlich ehrlich und unverblümt. Und wie die Geschichte ausgeht, das hat niemand können wissen. Nicht einmal der Kaleo selber. Ich habe mehrere Ende überlegt, was passieren über das Jahr. Und auf das Ende, das wirklich passiert ist, im Film bin ich nie drauf gekommen. Das ist das, was ich nie erwartet habe, eigentlich.